Knödelauflauf mal anders. Viele denken ja bei Knödelauflauf, da werden Knödel nebeneinander gelegt, dann kommt da irgendwas dazu, irgendwas obendrauf zum Überbacken und das war's. Pah, ist doch langweilig. Mein Knödelauflauf wird ganz anders gemacht. Wie? Das verrate ich euch in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Guckst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Hier die Zutaten des Auflaufs für bis zu 8 Personen. 6 ungekochte Kartoffelknödel aus dem Beutel, 1 Liter Wasser, 4 Mettenden, 1 Dose Champignons, 1 Dose Erbsen und Möhren, 1 Dose Mais, 2 Esslöffel Röstzwiebeln, 3 mittelgroße Tomaten, 250 ml fertige Sauce Hollandaise und 100 bis 150 Gramm geriebenen Käse nach Belieben. Nach Belieben bedeutet so viel wie ihr mögt und welchen Käse ihr mögt. Und dann kann es auch schon losgehen. Als erstes wird der Inhalt der Klöße aus den Kochbeuteln herausgeholt und in eine Schüssel gegeben. Die trockene und rohe Masse kann jetzt noch nach Belieben gewürzt werden. Die klassischen Gewürze wären hier Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Alles gut verrühren und dann in eine Auflaufform geben. 1 Liter kaltes Wasser abmessen und über die Kloßmasse drüber schütten. Das Ganze muss jetzt 10 Minuten lang quellen. Jetzt ab in den Ofen. Im 220 Grad vorgeheizten Ofen wird es bei Umluft 30 Minuten erhitzt. Und so sieht dann der erste Schritt fertig aus. Jetzt den Inhalt der Dosen zusammen in ein Sieb geben und abtropfen lassen. Enden erhitzen, sodass sie gar sind, dann werden sie geschnitten und auf der Kloßmasse verteilt. Darauf wird das abgetropfte Gemüse verteilt. Und auf das Gemüse kommen dann die Röstzwiebeln drauf. Darauf kommt dann die Sauce Hollandaise. Jetzt noch die Tomaten schneiden, auf dem Auflauf verteilen und ganz zum Schluss kommt der Käse drauf. Der Auflauf wird dann im auf 150 Grad vorgeheizten Ofen für 35 Minuten gebacken und nach 35 Minuten nochmal für 10 Minuten bei 200 Grad. Und so sieht der Auflauf dann fertig gebacken aus. Im Anschnitt sieht er dann so aus. Und weil es gesund ist, kam dann noch Tomate Mozzarella dazu. Weitere deftige Hausmannskost könnt ihr hier oben in meiner Playlist ersehen. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.